Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Damla Hekimolo. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach tagelangem Ringen hat sich die EU auf neue Strafmaßnahmen gegen Russland verständigt. Fast 200 weitere Institutionen und Verantwortliche kommen nun auf die Sanktionsliste und werden mit Vermögens- und Einreisesperren belegt. Außerdem sind Handelsbeschränkungen für Güter vorgesehen, die zivil wie militärisch genutzt werden können. Der EU-Gipfel gab zudem Kredite von bis zu 18 Milliarden Euro für die Ukraine frei. Zu den Finanzhilfen äußerte sich Kanzler Scholz nach Abschluss des Gipfels. Zudem stellen wir mehr Geld zur Verfügung, um europäische Waffenlieferungen an die Ukraine zu ermöglichen. Dafür wird die Europäische Friedensfazilität um 2 Milliarden Euro aufgestockt. Das haben wir heute hier in Brüssel beschlossen. Mit dem 9. Sanktionspaket erhöhen wir den Druck auf die russische Führung weiter. In der letzten Sitzung des Jahres entscheidet heute der Bundesrat über die Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme. Das milliardenschwere Gesetzespaket hatte gestern bereits den Bundestag passiert. Stimmen auch die Länder zu, können die hohen Energiekosten von kommenden Jahr an abgefedert werden. Für private Haushalte und kleinere Unternehmen sollen die Preise von März an gedeckelt werden. Für Januar und Februar wird rückwirkend entlastet. Deutschen Ermittlern ist zusammen mit internationalen Fahndern offenbar ein bedeutender Schlag im Kampf gegen den Missbrauch von Kindern gelungen. Nach Informationen von NDR und WDR wurden in den vergangenen Wochen 3 Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, im Darknet auf mehreren Plattformen bandenmäßig Fotos und Videos mit sexueller Gewalt an Kindern verbreitet zu haben. Hauptbeschuldigter ist demnach ein 21-Jähriger aus Sachsen. Corona-positive, aber symptomfreie Pflegekräfte sollten laut Deutscher Krankenhausgesellschaft zur Arbeit gehen dürfen. Der Vorsitzende Gass sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man erkenne mittlerweile auch in den Nachbarstaaten, dass die Pandemie zunehmend an Gefahr verloren habe. Deshalb sei eine Aufhebung der Isolationspflicht zu rechtfertigen, so Gass. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz Brüsch warnte dagegen vor diesem Schritt. Zahlreiche Krankheitsausfälle sorgen bundesweit in Kliniken für Personalengpässe. In Peru muss Ex-Präsident Castillo für 18 Monate in Untersuchungshaft bleiben. Das oberste Gericht in Lima begründete die Entscheidung mit möglicher Fluchtgefahr. Die Staatsanwaltschaft wirft Castillo Rebellion vor. Seine Unterstützer demonstrierten vor dem Gefängnis gegen seine Festnahme. Landesweit kam es erneut zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Castillo hatte vergangene Woche versucht, das Parlament aufzulösen und per Dekret zu regieren. In Malaysia sind bei einem Erdrutsch mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Zudem soll es mehrere Verletzte und Vermisste geben. Das Unglück ereignete sich auf einem Campingplatz rund 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur. Etwa 90 Urlauber sollen dort am frühen Morgen von der Schlammlawine überrascht worden sein. Die meisten von ihnen seien unversehrt und in Sicherheit, so die örtlichen Behörden. Und hier die Wetteraussichten. Heute im Süden und Südosten gelegentlich Schneefall. In der Mitte nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sonniges und trockenes Winterwetter. Höchstwerte von minus 5 bis plus 2 Grad. Und die Tagesschau meldet sich gegen 11.35 Uhr wieder im Ersten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.